special that you actually have fans that go frantic outside your hotel room. Ich glaube, sie werden Gitarristen auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall kein Rezept oder sowas. Also wir sind nicht so, dass wir irgendwie danach gehen und sagen, ey, wir müssen das genauso machen, damit die Leute uns mögen, sondern wir haben einfach immer nur versucht, wir selbst zu sein. Verschiedene Musik, ich höre zum Beispiel alles Mögliche, ich kriege mich gar nicht so fest, also ich höre ganz gerne Nena, ich höre aber auch Green Day, Placebo und all solche Sachen, ganz verschieden. Ich höre deutschsprachigen Hip-Hop, also das passt eigentlich gar nicht damit zusammen, dass ich Gitarre spiele, aber es ist, ja, ich höre eigentlich privat größtenteils dort. Ich bin Metallica-Hörer. Ich höre Oasis und höre ganz gerne Fallout Boy. Wie kommt ihr mit diesem riesengroßen und plötzlichen Erfolg klar? Wie geht ihr damit um? Ja, also wir versuchen natürlich viel Spaß zu haben, wir genießen die Zeit, ja. Das ist ein Song, den habe ich geschrieben, da war ich 7, das war einer meiner ersten Songs, 7 oder 8. Und der hat sich immer mal wieder verändert, aber damals stand ich auf der Bühne und habe den Song auch schon gesungen und alle Erwachsenen meinten, ey, wie kann denn so ein kleiner Katz irgendwas vom Leben singen und so, das ist ja echt lächerlich. Und ich habe mich da immer gegen gewehrt, weil ich glaube, jeder hat natürlich in einem anderen Umfang, aber jeder hat natürlich seine Erfahrungen und seine Gefühle. Und ich finde auch, dass man, trotzdem man jung ist und so, das alles schon aussprechen kann und auch darf, ja. Hey, wir sind Tokyo Hotel. I've got other plans today to meet the mission anyway. Nee, glaube ich, waren mehr als 8. Es waren 8 Interviews und gefühlte 60. Kam die Initiative so von unseren Fans, die sich ja irgendwie darum gekümmert haben und die sich irgendwie zusammengeschlossen haben und so und sich quasi gewünscht haben, dass wir herkommen. Also wir haben da echt alles unseren Fans zu verdanken.